Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Ja, heute kam das neue Update online und ich habe dazu auch schon ein Video hochgeladen. Also, wenn ihr noch nicht wisst, was alles neu gekommen ist, dann schaut euch das Video gerne an. Ist auf jeden Fall auf meinem Kanal verlinkt oder ihr könnt einfach unten in der Videobeschreibung mal nachschauen, dann seht ihr das Ganze auch. Und wenn ihr nochmal erfahren möchtet, wie ihr einen Royal Bomber umsonst bekommen könnt, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn das wird euch sehr, sehr interessieren. Ansonsten, was ich nochmal sagen wollte, ist, Leute, ja, wir gucken uns diesmal die ganzen neuen Sachen an, die geleakt wurden, die in den Gamefights gefunden wurden nach dem Update. Also neue Skins, neue Hängegleiter, neue Rückenaccessoires und so weiter. Und Leute, da sind richtig nice Sachen dabei, die wir wahrscheinlich noch diese Season bekommen könnten. Ansonsten auf jeden Fall im Laufe der nächsten Season. Und Leute, seid wirklich gespannt, schaut das bis zum Ende an. Und dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit dem Video. Ich würde jetzt ganz einfach mal sagen, wir fangen sehr, sehr klein an, sage ich mal. Sehr unbesonders, sagt man das, ungewöhnlich. Wir fangen direkt mit dem Hängegleiter an, den ich persönlich sehr fresh finde. Dafür, dass es ein normales Design hat, sage ich mal. Also diesen ganz normalen Aufbau von einem Hängegleiter. Links und rechts ist Camouflage. Oben seht ihr so einen Stern mit Flügeln. Und allgemein finde ich das Design gar nicht mal so schlecht. Ja, ich finde es sehr, sehr cool. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze hier 800 V-Bucks kosten würde. Aber viel mehr auch nicht, also 1200 oder so wäre viel zu übertrieben für diesen Hängegleiter, auch wenn ich die Farben sehr, sehr stimmig und passend finde und mir das Design wirklich sehr, sehr gut gefällt. Aber wir gucken direkt weiter und zwar haben wir hier einen goldenen, keine Ahnung, ich würde sagen goldenen Hängegleiter. Der hat goldene, weiße Akzente, dann hat er noch Cyan oder Türkis, ich weiß nicht ganz genau, wie ich das einordnen soll. Aber selbst diesen Hängegleiter finde ich mal gar nicht so schlecht. Ich finde den auch sehr, sehr cool und ich finde das Design sehr fresh. Es spricht mich wirklich an und ich muss ja zugeben, dass Epic Games die Hängegleiter in letzter Zeit viel geiler macht als sonst. Ich habe sie eigentlich sonst immer gehatet, aber ich muss wirklich zugeben, mir gefallen sie jetzt in letzter Zeit sehr, sehr gut. Wenn wir dann direkt weiter gucken, ist es der dritte Hängegleiter und den finde ich komischerweise auch nicht schlecht. Ich finde die Designs irgendwie von allen dreien sehr cool und die Akzente, also hier so gelb mit schwarz zu kombinieren, ist einfach richtig fresh. Also das passt einfach, diese Farben passen einfach so gut zusammen und ich finde einfach, dass wenn Farben gut zusammenpassen, ist mir das Design auch eigentlich egal, weil diese Farben dann stimmig sind und dann kaufe ich es auch wegen den Farben. Wir gucken aber direkt weiter, weil wir uns gar nicht so lange aufhalten möchten. Und dann haben wir schon Clown-Skins. Ja, Clown-Skins haben wir hier in der weiblichen Variante. Und ihr seht es schon, ihr Gesicht sieht ganz anders aus in ihrem Schatten oder in dem Bild dahinter. Man kann nämlich die Köpfe ändern. Ja, man kann die Köpfe wirklich ändern. Wenn du jetzt zum Beispiel die weibliche Variante hast, dann sieht das Clown-Skin so aus, wie er im Hintergrund ist. Ihr kennt es von dem Tomatenkopf, also von dem Skin, da kann man den Kopf ja auch ändern mit der Zeit. Und so wird es bei diesen Clowns-Köpfen auch sein. Dann gibt es den auch nochmal in der männlichen Variante, hier mit dem Clownskopf. Der einzige Unterschied ist, glaube ich, sind die Farben. Sonst ist er eigentlich relativ gleich und natürlich vom Körperbau. Ne? Das ist ja männlich, weiblich, ist ja natürlich unterschiedlich. Nichtsdestotrotz finde ich die Skins cool, aber ich würde sie mir nicht holen, weil ich einfach Clowns, ich würde mir den Skin nicht holen. Ich weiß nicht, mir gefällt jetzt nicht so krass. Ich finde natürlich die Idee dahinter, auch die bunten Farben und so, die Haare und so, finde ich auch ganz witzig, aber ich würde die mir jetzt nicht unbedingt holen. Wenn wir dann nochmal weiter gucken, sehen wir hier nochmal, ich dachte erstmal, das soll irgendwie ein Hängegleiter oder so sein, aber nein, das sind Rückenaccessoires. Ihr seht hier den Battle Bus mit einem Luftballon und das werden wahrscheinlich die Rückenaccessoires von den Clowns sein und ich finde dieses Rückenaccessoire einfach übelst nice. Leute, dieses Rückenaccessoire sieht so fresh aus und ich bin ein richtiger Fan davon. Zieht euch das einfach mal rein, einfach aus Luftballons haben die hier so einen Battle Bus gemacht mit einem Luftballon. Ja, richtig, richtig nice, ich finde das richtig cool und ich glaube, die männliche Variante hat auch nochmal so ein Rückenaccessoire aus Luftballons und zwar das Lama. Ja, auch richtig nice gemacht. Ich finde beide sehr, sehr cool und ich würde mir beide sogar holen, wenn man die einzeln holen könnte. Ich wünsche mir einfach in der Season 6, dass man Hängegleiter Hängegleiter, Rückenaccessoires und Mützen oder Köpfe oder so ändern kann. Ich wünsche es mir einfach. Es wurde ja schon damals gesagt, dass man die Köpfe ändern kann bald. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt mal bald kommt, weil ich feiere es einfach so übertrieben. Und es gibt viele Skins, wo ich mir nur diesen Kopf holen würde oder die Mütze oder die Maske oder so. Und deswegen würde ich es mir einfach wünschen, dass so ein Update kommt in der Season 6. Bleibt weiter gespannt. Also ich weiß nicht ganz genau, ob es kommt, aber ich hoffe es einfach. Nichtsdestotrotz kommt man die Rückenaccessoires kaufen. Man konnte ja irgendwie Rucksäcke kaufen und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das auch in Zukunft mal kommen wird. Dann, Leute, kommen wir schon zu dem ersten krassen Teil. Ihr kennt die Engelsflügel. Dann kennt ihr die Flügel nochmal in schwarz
und guckt euch mal diese Flügel an, Leute. Diese Flügel sehen ja auch mal übelst heftig aus. Ich finde sie richtig geil und die gefallen mir so krass. Die werden natürlich von einem Skin sein. Zu dem Skin kommen wir auch sofort. Aber, Leute, guckt euch mal dieses Rückenaccessoire an. Wie fresh sieht das aus mit diesem Eis und mit den Knochen und sowas. Ich finde es einfach richtig heftig. Und ich bin jetzt schon Fan von dem Teil, muss ich sagen. Den Skin finde ich okay, also ja, ist cool, ich zeige euch den jetzt mal. Der Skin sieht auch nicht schlecht aus, finde ich auch ganz cool, aber entspricht es nicht so meinem Geschmack, was ich mir in Fortnite holen würde. Natürlich sind die Akzente hier wieder sehr, sehr, sehr krass gesetzt, die Augen. Dann natürlich hier nochmal an der Hüfte hat sie so einen Totenkopf oder so einen Schädel von so einem... Ich glaube sogar, das ist der... wie heißt der? Ragnarök. Ich glaube sogar, das ist gefühlt der Ragnarök, wenn ich mich nicht ganz täusche. Finde ich sehr cool, die Idee dahinter gefällt mir sehr, sehr gut. Dieser Skin ist auch eigentlich fresh, aber wie gesagt, entspricht nicht unbedingt meinem Geschmack. Aber wenn ihr den feiert, dann könnt ihr euch den natürlich holen, ist ja jedem selbst überlassen. Jeder hat einen anderen Geschmack und ihr müsst ja nicht unbedingt das feiern, was ich feiere. Deswegen bildet euch immer eure eigene Meinung, sage ich mal, und schaut einfach, was ihr so selber mögt. Dann gucken wir auch direkt weiter und zwar haben wir hier nochmal einen Hängegleiter. Und der Hängegleiter wird auch als Set mit diesem Skin kommen und mit dem Rückenaccessoire. Leute, dieser Hängegleiter sieht auch nochmal richtig heftig aus. Sieht aus wie, es ist einfach ein Eisdrache. Erinnert mich ein bisschen an Yu-Gi-Oh! Der weiße Drache, RIP an ihn auf jeden Fall. Es waren noch richtig gute Zeiten. Aber dieser Hängegleiter sieht auf jeden Fall auch richtig mies aus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir den holen würde, weil ich glaube, der wird legendär. Ich glaube, das wird der zweite legendäre Hängegleiter, den wir in Fortnite bekommen werden. Und ich bin jetzt schon Fan. Ich bin wirklich Fan, Leute. Und ich werde mir das Teil definitiv kaufen. Erinnere mich auf jeden Fall dran. Wenn ich ein Shop-Video dazu mache oder sonst ein Video, dann erinnere mich bitte daran, dass ich den unbedingt kaufen muss und es ja nicht vergessen soll, weil ich es euch versprochen habe. Ich finde das Teil mega geil und richtig heftig. Und deswegen werde ich es mir auf jeden Fall holen. Es ist unnormal besonders und ich finde die Akzente so krass. Deswegen werde ich es mir definitiv holen. Ja, das waren auch schon die ganzen Skins, die hier neu gekommen sind. Oder die Skins, Hängegleiter und... Rückenaccessoires und so weiter. Diese Sachen wurden alle geleakt. Erntewerkzeuge habe ich jetzt leider nicht gefunden. Gab es auch schon noch einige Sachen, aber sind mir jetzt nicht so krass aufgefallen. Deswegen ansonsten nochmal bei Instagram vorbeischauen. Da poste ich auch nochmal alles. Wenn ich nochmal Erntewerkzeuge finde, dann werde ich sie auch da nochmal posten. Deswegen da auf jeden Fall nochmal ein Abo dalassen und mir da folgen. Was ich aber in diesem Video nochmal natürlich anmerken wollte. Ich habe mir vorgenommen, einen Royal Bomber Skin zu verlosen. Einfach, weil ich jetzt die 22.000 Abonnenten erreicht habe. Und ich habe die gestern oder vorgestern erreicht. Und ich habe jetzt schon einfach wieder 22.200 fast. Leute, das ist so eine krasse Zahl. Und es geht so steil bergauf. Und deswegen freue ich mich einfach so krass, weiterhin für euch Videos zu produzieren. Weil es mir einfach so krass Spaß macht. Und ihr mich so heftig unterstützt. Ja, ich wiederhole mich wirklich sehr, sehr oft, glaube ich, in letzter Zeit. Aber ihr wisst nicht, was das für ein Gefühl für mich ist, weil ich schon sehr, sehr lange YouTube mache und ich war noch nie wirklich so glücklich wie jetzt mit den Aufrufen, mit den Zuschauern, die Kommentare, die sind zu 99,9% immer positiv und da ist auch immer gute Laune, da ist nie wirklich Hate oder sonst irgendwas. Na, ich gebe ja auch wirklich nicht wirklich einen Grund, ich strecke meine Videos sehr, sehr, also ich habe meine Videos noch nie, glaube ich, gestreckt und ja, wenn es mal in diesem Falle so ein 10-Minuten-Video ist, dann passiert das einfach mal, aber es kommt sonst nie vor, muss ich sagen. Und deswegen, ich gebe mir wirklich Mühe, keine negativen Eindrücke zu hinterlassen und gebe mir wirklich sehr, sehr Mühe auch mit den Videos, dass ich morgens ein Shop-Video hochlade, dann dazu 2 Stunden später noch ein Video hochlade, dann kommt mittags vielleicht nochmal ein Video und abends kommt dann nochmal ein Video. Es ist nicht wirklich wenig, Leute, und ich gebe mir so krass Mühe, ich bin so oft zu Hause, anstatt rauszugehen mit Freunden und nehme einfach mal hier Videos auf. Einfach, um meinen Kanal immer auf dem aktuellsten Stand zu halten, was Fortnite betrifft, damit ich Shop-Videos machen kann, damit ich die News mal als erster raushaue. Und seitdem ich das wirklich so mache, merke ich, dass die Aufrufe in die Höhe schießen und Zuschauer immer mehr dazukommen und sagen, ey, ich feiere deinen Kanal, ich habe den vorher noch nie gesehen und ich muss sagen, du gibst dir heftig Mühe. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, es kann natürlich sein, dass ihr anderer Meinung seid, aber ich möchte jetzt nochmal auf das Gewinnspiel zurückkommen. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach ein Like da lassen, Abonnent von diesem Kanal sein, natürlich die Glocke auch aktivieren und auf Instagram folgen. Da heiße ich TacticsGaming_YT, folgt mir auf jeden Fall, da verpasst ihr nichts mehr rund um Fortnite und
um mein privates Leben, weil da poste ich wirklich sehr, sehr viel. Natürlich auch noch die zukünftigen Videos verfolgen. Ist jetzt nicht so, dass ihr einfach hier ein Like da lasst und dann sagt, ey, ich hab's gemacht und sonst was. Natürlich in Zukunft auch noch aktiv da dranbleiben, damit ich auch sehe, okay, der Typ ist wirklich so aktiv, dass ich ihm das gönne. Und das Ganze wird dann nochmal im Zufallsprinzip ausgelost. Das werde ich aber auf Instagram wieder frei preisgeben. Das habe ich ja letztes Mal auch gemacht. Zwei haben sich gemeldet, einer hat sich nicht gemeldet. Ich weiß nicht warum. Ich habe sogar danach nochmal gepostet. Der hat sich trotzdem nicht gemeldet. Ich glaube, er hatte keinen Bock darauf und dann hat er einfach auch selber Schuld. Ja, schreibt mir wie gesagt eure Meinung und Kommentare zu den verschiedenen Skins, die wir hier bekommen haben. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.